recht viele Level hier. Die Geheimwelten waren eigentlich immer nur so 4 oder so. Naja, sind es gerade 4 auf dem Bildschirm. Ne, 5. Links oder rechts? Ist irgendwie so, ist so ein bisschen schlossartig. Bisschen viel von denen, aber na gut. Spine Springs. Okay. Hier sieht es aus, als könnte man sich als Maulwurf Mario durchgraben. Aber das, sowas gibt es ja leider hier nicht. Das wäre auch noch eine schöne Erweiterung gewesen. Aber hey, wir haben den Hammer bekommen. Das war schon eine tolle Sache. Okay. Wie kommt man da links lang? Na, wahrscheinlich indem man sich treffen lässt. Das hätte ich locker machen können. Oder man kommt auch so durch. Okay. No. Nein! Na! Da unten ist kein guter Ort zum Spielen. Damn it! Moment, das kriegen wir hin. Nein. Ganz normal lang. Das ist eigentlich auch eine ziemlich miese Falle, im Endeffekt. Ja, toll, das ist auch blöd. Jetzt komme ich da nicht mehr ran. Ach je. Uff, schon wieder so knapp. Nach links oben. Nur wenn hier eine Ranke drin ist. Und es ist keine Ranke drin. Also kann ich da nicht nach links oben gehen. Blödes Trollschild. Wer weiß, was da noch gewesen ist. Ja, genau. Kommt mir auch wieder ein bisschen kaiserartig vor, aber dafür habe ich 2 Upgrades zu viel und die Dinger sind noch zu wenig und viel zu weit entfernt voneinander. Nehmen wir natürlich die obere Route. Und sie bewegen sich nicht. Das müsste man auch noch machen. Aber das Level hat Potenzial. Auf jeden Fall. Und die letzte Münze. Ja, schade. Die erste hätte man relativ leicht kriegen können eigentlich. Ja. Hier kommt schon die Bewegung rein. Das ist schon mal ein guter Anfang. Sehr guter Anfang. Durch. Ah, ja. Gut. Klappt. Ich bin begeistert. Die Mützen sind ein bisschen eng beieinander. Sehr gut. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Da ging es da so Schloss. Ein bisschen kaputt schlossmäßig aus. Was wird uns dort erwarten? Toxic Fortress. Oh, okay, das ist dann das Ende. Na, was gibt's hier? Außer lila Suppe überall und wahrscheinlich dann auch Tromps. Oh. Okay. Irgendwo ist hier eine Münze drunter. Nee, hier nicht. Wachst du eine Münze, Knochentrocken? Nein. Hier könnte es sein. Nein, offensichtlich nicht. Aber wir gucken mal hier rein. Oh! Jetzt. Geklappt. Wunderbar. Entschuldigung. Schneller. Und drüber da. Okay. Noch habe ich keine Belohnung bekommen. Ah. Münze. Was? Wie soll man da hinkommen? Moment.
Okay, das... keine... Ich bin verwirrt. Hm, na gut, hätte man dann wahrscheinlich da irgendwo weiter gemusst. Gut, dass es nicht nach oben geht. Nein! Ich will das Ding haben! Nein! What the fuck? Was mache ich denn hier? Dann halt nicht! Habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen was einzusammeln. Wenn ich am Ende hier mir noch alle Münzen schnappen möchte. Oh, alle eingesperrt. Was mache ich denn? Blöd. Hat schon... War das schon der Mittelpunkt? Nein, war nicht. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir die erste Münze noch mitnehmen können. Oh, hatte ich doch schon. Schade. Ach stimmt, hier wird ja nicht der Mittelpunkt angezeigt, sondern... andere Sachen. Ist hier irgendwo ein Upgrade drin? Ah, stimmt. Okay, kleine Mechanikerklärung. Sollten die Blöcke noch nicht aktiviert sein, können die Turms einfach durchkrachen und das Ding kaputt machen. Wenn man einen aufgemacht hat, geht das nicht mehr. Also das hier. Soll natürlich schnell sein. Kann ich hier drüber laufen? Nein. Toll. Very, very smart. Und ich meine das Auto. Nämlich total klein und unnützlich. Ja, unnötig. Das ist Mario ohne Upgrade. Wow! Ich warte mal noch, bis er hier vorbeigeht. Okay. Danke. Hier unten wird's bunt. In die Röhre hinein. Komm schon. Oh ja, genau. Was? Genau das, was ich wollte. Spikes. So schön viele davon. Und weg. Gut. Eine Münze, immerhin. Ja. Ich hätte mich verstecken können. Betonung liegt auf hätte können. Zack, die Bumm. Die erinnern mich irgendwie immer an Spelunky. Spelunky? Auch ein niedliches kleines Spiel. Der Endboss ist quasi ein Twomp, der sich ein bisschen bewegen kann. Quasi. So, dann schauen wir doch mal, wo geht's hier hin? Zu guter Musik, wie immer. Und wieder ins Pumpkin-Land. Aber diesmal nicht an den Anfang, sondern offensichtlich in die Mitte oder so. Wir waren doch schon da. Ist ja interessant. Okay. Naja. So, letztes Level. Das Geheimlevel in der Geheimwelt D. Mit Vampir... wow. Mit der Vampir-Variante von den tollen... Nicht-Koopas, wie auch immer die Teile jetzt heißen. Aha, ich müsste es eigentlich wissen. Naja. Ihr werdet sehen, was ich meine. Diese Viecher. Mit roten Augen. Okay, schnell sein. Macht sich bezahlt. Dann kommt man auch schnell hier unten rein. Okay. Hilf mir, Vampirfreund. Oh je, der brauche aber echt lange. Was auch immer... Ja, der Grund ist, warum er das hier überhaupt macht. So, jetzt nicht verpassen. Gut.
rennt halt halb in dieser Suppe rum. Ah, die Füße sind cool. Also auf jeden Fall, oder? Der Kopf ist gleich dran. Nee, Münzen. Ich würde es anhalten. Oh, schade. Mittepunkt. Wuhu. Weiter geht's. Ach, die schlauen Koopas. Die, die nicht von der Klippe springen. Okay. Star Power! Die Power, überall reinzuspringen, wo es nicht sein soll. Komm ich da hoch? Komm ich wieder, ja, hier hoch. Ich habe irgendwie die Gegner getötet. Nicht alle. Nein! Knappe Sache. Komm mal her, mein Koopa-Freund. Danke. Sehr gut. Schnelle Hilfe von Koopas. Bitte lass das lila Zeug nicht nach oben gehen. Es sieht nicht danach aus, okay. Ist dann doch eher das Vorrecht der Lava. Ich sag's ja, der lila Wasserfall oder Giftwasserfall leckt ein bisschen. Sieht sehr lustig aus. Finde ich. Wow. Wow. Okay, und hier muss irgendwo noch eine Münze sein. Na. Entweder da unten rechts oder hier oben. Oh, ich gehe hier unten rechts rein. Oder auch nicht. Dann halt nicht. Das ist ein Zeichen. Ich gucke nochmal weiter nach oben. Vielleicht ist ganz oben die Münze und ich verpasse es jetzt dämlicherweise. Okay, sie ist nicht hier. Ah, das ist eine. Das ist einfach nur dumm. Ich habe eine 50-50 Chance. Entweder oben durch oder hier durch ist richtig. Okay. Recht gehabt. Das ist gut. Piu. Nein, ich wollte nicht nach unten. Wir wollen hoch, hoch hinaus. Okay, hat funktioniert. Sehr schön. Und das Ende. Haben wir es geschafft? Jupp. Und das hier sieht dann wohl schon nach Pumpkin Boneyard aus. Sehr cool. Der Boden ist echt stylisch. Schöne Sache. Und das Musikhaus. Beziehungsweise eine andere, ein anderer Weg. Nach Pumpkin Boneyard. Okay. Alle Exits. Kristallmusikhaus. Da, 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 da. Nein. Das fängt ja schon gut an. Yay! Wuhu! Wow, 3 von 4. Neuer Rekord? Könnte es sein. Ich glaube, beim ersten habe ich alle 4 geschafft. Und danach hat es dann aufgehört. Okay. Dann gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Wahrscheinlich weiter vorne. Haben wir jetzt schon 3 verschiedene, nee, 4 verschiedene Wege nach Pumpkin Boneyard entdeckt? Nee, stimmt nicht. Die Wolkenwelt ist ja ins nächste Gebiet gekommen. Also wir haben jetzt 3. 2 durch die Crystal Cave und eins durchs normale.
durchs fünfte Level. Welt 5. Okay, das war erstmal Geheimwelt Numero D. Numero, ja. Buchstabe D. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos und kümmern uns dann von Anfang an natürlich um die Geister im Pumpkin Boneyard. Bis dahin, ciao, ciao.